halt. So geht's doch gar nicht. Doch. Da sind nur Sie lächeln, drauf. Lächeln. Nee, nee. Also die Hauptperson sind ja jetzt in dem Fall dann genau. Sie, ne? Ich bin von Beruf Zeitzeuge. Dann muss man unaufhörlich Zeugenschaft ablegen von den Zeitjubiläen, die uns eben gegenwärtig prägen. Ja, immer hin hier, Fernseher. Ich sage Ihnen, Zeitzeugen zu sein, ist ein sehr anstrengender Beruf. Ja. Abfahrt 11.35 Uhr von Gleis 21. Da weiß noch mehr. Für die Fahrgäste, die dort aussteigen, bleiben für die Reise dann auf Wiedersehen. Nein. Blick auf Stuttgart, von der Treppe des neuen Schlosses aus gesehen. Hier wurde Richard von Weizsäcker 1920 geboren. Ich habe eine außerordentlich glückliche Kindheit in einer Familie erlebt, die mich eben stärker als alles andere geprägt hat. Ein feudaler Geburtsort, wenngleich nur Mansardenzimmer der Dienstwohnung des Großvaters. Im Seitenflügel des Schlosses verbrachte der Enkelsohn Richard seine Ferien. Das waren halt die Sommeraufenthalte der Großeltern. Und die Großeltern waren eben Stuttgarter. Und diese Großeltern haben uns in Bezug auf das, wo wir herkommen, geprägt. Richard von Weizsäcker, dem sein Onkel, ein Bildhauer, schon früh ein Denkmal setzte, ahnte als Kind nicht, aus welch vornehmer Familie er stammte. Ich meine, was ich gemerkt habe, war, dass mein 8 Jahre älterer, der älteste Bruder, doch fand, dass seine sehr frühzeitig, schon fast in der Kinderzeit begonnenen Studien in Richtung auf Astronomie und schließlich auch Physik gestört wurden, dadurch, dass ich immer lieber spielen wollte, als etwas von der Physik zu lernen. Der ältere Bruder war Karl Friedrich, der später Physiker und Philosoph wurde. Richard, das jüngste der 4 Geschwister, bezeichnete sich später als Kind der Aufklärung. Richard war in eine Adelsfamilie hineingeboren worden, die ihm den Titel eines Freiherrn einbrachte. Wegen des Berufs des Vaters, einem Gesandten im Auswärtigen Amt, hatte die Familie viele Wohnorte. Die Weizsäckers lebten in der Schweiz, in Dänemark, in Norwegen, schließlich in Berlin. Das ist mein Bruder Heinrich. Dies ist ein Bild, wo irgendein Oberbefehlshaber die Ausbildung von Rekruten besichtigt. Und da steht dann der Zugführer, also in diesem Fall der junge Leutnant, daneben und wird seinerseits geprüft, ob er diese Ausbildung richtig macht. Aber ich war ja mehr in der Rolle von dem mal und nicht in der Rolle von dem. Das ist meine Schwester Adelheid. Sie hat ihren Mann im Krieg auch verloren. Es war schrecklich. Am 1. September 1939, als Nazi-Deutschland Polen überfiel, waren auch Richard und sein Bruder Heinrich dabei. Wenn man als junger Mensch, als 18-Jähriger, in den Krieg geschickt wird, dann ist das Erste, was man erlebt und erfährt, das Grauen des Krieges. Denn schon am zweiten Kriegstag ist ein paar hundert Meter von mir entfernt mein älterer Bruder zu Tode gekommen. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich die Bilder habe, denn ich habe diesen Geschwistern doch sehr nahe gestanden. Frage nach dem Zorn auf den, der den Bruder tötete. Darüber, wie der aussieht, der auf der anderen Seite liegt und der geschossen hat und meinen Bruder getroffen hat, habe ich in keiner Minute gedacht. Statt Zeit der Trauer um den Bruder, Marsch nach Russland bis vor Moskau. Während des Krieges, wo wir ja nicht viel Möglichkeiten für Gepäcktransport hatten, habe ich doch die ganze Zeit immer Krieg und Frieden von Tolstoi dabei gehabt. Hier haben wir es mit meinem Vater zu tun. Diese Aquarelle hier hat er in den Vatikanischen Gärten teils tagsüber, teils bei Nacht gemacht. Da sieht man also die große Kuppel von der Petruskirche im Vatikan. Und eben auch in einer schweren Zeit hat er auf diese Weise sich innerlich gesammelt. Generalleutnant Oshima traf in der Reichshauptstadt ein. In Vertretung des Reichsaußenministers begrüßt Staatssekretär von Weizsäcker den neuen Botschafter.
Richards Vater Ernst von Weizsäcker war inzwischen zum Staatssekretär im Auswärtigen Amt ernannt und als SS-Führer auf Hitler vereidigt worden. Während Richard als junger Soldat der Hitlerarmee in der Sowjetunion war, lebte sein Vater als Botschafter im Vatikan. Im Juli 1947 wurde er in Nürnberg verhaftet und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Angeklagter Ernst von Weizsäcker, wie stehen Sie zu dieser Anklage? Schuldig oder nicht schuldig? Bitte wiederholen Sie, Sie sprechen zu schnell, das kann man nicht verstehen. How do you plead to this indictment? Guilty or not guilty? Ich erkläre mich für nicht schuldig. Der Sohn, Jurastudent im fünften Semester, wurde zum Hilfsverteidiger seines Vaters. Der behauptete stets, er habe seine politischen Ämter nur zur Verhinderung des Krieges nutzen wollen. Man hatte ihm zunächst eine Ladung als Zeuge in dem sogenannten Hauptprozess zugestellt. Und als es sich dann umdrehte, passierte das, was Winston Churchill vor dem Unterhaus in einer Debatte als einen tödlichen Irrtum der amerikanischen Anklagebehörde bezeichnete. Zunächst zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, kam Ernst von Weizsäcker nach 18 Monaten im Herbst 1950 wieder aus dem Gefängnis. Ein Jahr später starb er in Lindau an einem Schlaganfall. Mit 30 Jahren verliebte sich Richard in Marianne von Kretschmann. Wir haben uns verschieden kennengelernt, nicht? Du hast mich zuerst kennengelernt. Dann konnte ich seinen Namen nicht behalten, dann habe ich ihn kennengelernt. Was eben so war, nicht wahr, war der Riesenerfahrungsunterschied, nicht wahr? Er hatte den ganzen Krieg, 7 Jahre, das Studium, die Verteidigung seines Vaters, die unterschiedlichen Berufe. Und ich hatte gar nichts. Ich war nur Schülerin. Und das war nicht so ganz einfach in dem Erfahrungsbereich. Das musste man ja dann irgendwie aufeinander zuleben. Die 50er Jahre, Wirtschaftswunderzeit in der jungen Bundesrepublik. Richard von Weizsäcker hatte sein Studium beendet und bewarb sich bei verschiedenen Unternehmen. Ich war immer politisch interessiert und im Grunde auch immer der Meinung, dass ich eines Tages aus diesem Interesse eine eigene Tätigkeit und Wirksamkeit entwickeln wollte. Dann hat aber mehr der Zufall als die Planung mich zunächst für 2 Jahrzehnte in die Wirtschaft geführt. Dort habe ich mit wirtschaftspolitischen Fragen viel zu tun gehabt. Aber ein Wirtschaftler im engeren Sinne bin ich dabei nie geworden. Einige Jahre war er Angestellter bei den Mannesmann-Werken. Bei Böhringer Ingelheim arbeitete er ab 1962. Dass das Chemieunternehmen 700 Tonnen einer Substanz zur Herstellung jenes Entlaubungsgifts lieferte, das als Agent Orange im Vietnamkrieg eingesetzt wurde, davon habe er nichts gewusst, sagte von Weizsäcker. Für ihn war die Arbeit in den Industrieunternehmen ohnehin nur ein zeitlich begrenzter Ausflug. Damals war ja der Teil, der in der alten Bundesrepublik, also im alten Westdeutschland, wirklich mehr oder weniger die Sache in die Hand hatte, war ja die Wirtschaft. Und mit ihr voranzukommen, war für das ganze Land notwendig. Und zugleich hatte in meiner Familie nie irgendeiner etwas mit der Wirtschaft zu tun gehabt. Und da war ich ausgesprochen neugierig. Aber meine Neigung in Richtung auf Politik hat sich eigentlich später nicht von dieser Sozialpolitik beim Mannesmann her weiterentwickelt, sondern das kam eigentlich mehr von der evangelischen Kirche her. Während einer Pressekonferenz im Hotel Berlin wurde heute Mittag der Rücktritt des bisherigen Kirchentagspräsidenten Dr. Reinhold von Thadden-Triglaff bekannt gegeben. Auf seinen Vorschlag wurde der 44-jährige Industrielle Dr. Richard Freiherr von Weizsäcker zu seinem Nachfolger gewählt. Richard von Weizsäcker wird das Präsidentenamt nebenberuflich ausüben. Der neue Präsident, der am 30. Juni gewählt worden ist, heißt Dr. Richard Freiherr von Weizsäcker. Ebenfalls nicht Theologe wie sein Vorgänger. Von Beruf ist er Geschäftsführer eines großen pharmazeutischen Werkes in Ingelheim. Doktor der Rechtswissenschaft, ebenfalls wie Dr. von Thadden auch. Doch eine Generation jünger als dieser. Aus einer berühmten Diplomaten- und Gelehrtenfamilie stammend. Sein Bruder ist der Philosoph und Friedenspreisträger Karl Friedrich von Weizsäcker. Ja, verzeihen Sie, wenn ich zunächst zu einer Bemerkung von Ihnen einschiebe, dass der vielleicht wichtigste Vorfahr von mir in diesem Zusammenhang mein Urgroßvater ist, der als Theologieprofessor in Tübingen das Neue Testament übersetzt hat. Aber das nur am Rande. Über Persönliches in Glaubensfragen aber wollte von Weizsäcker Zeit seines Lebens nicht sprechen.
darüber spreche ich am liebsten mit mir selbst und nicht in der Öffentlichkeit. Es ist mir lieber und ich habe immer gefunden, dass jeder in Bezug auf seine Glaubensüberzeugungen einen Anspruch darauf hat, das mit sich und nicht in der Öffentlichkeit abzuhandeln und dabei wird es auch bleiben. In seiner Funktion als Präsident des Evangelischen Kirchentags kam er ganz notwendig mit Politik und Politikern zusammen. Der Parteipolitik gegenüber aber gab er sich distanziert. Ich habe einige Zeit gebraucht, um zu merken, dass wer sich in der Politik wirklich betätigen und etwas bewirken will, dies in unserer politischen Wirklichkeit außerhalb einer Partei kaum kann. So furchtbar nah habe ich in meinem Herzen einer Partei eigentlich nie gestanden, weil es ja ganz unvermeidlich ist, dass eine Partei immer ein Kompromiss zwischen verschiedenen Interessen und Richtungen ist. Also das Ideale findet man in einer Partei nicht. Als ich das dann, man kann vielleicht sagen, endlich gemerkt habe, bin ich dann auch der CDU beigetreten. Eine andere habe ich nicht in Betracht gezogen. Mitglied der CDU wurde er 1954. Dass Helmut Kohl, der ihn 1968 für das Amt des Bundespräsidenten vorschlug, sein politischer Entdecker war, hat von Weizsäcker nie bestritten. Ja, kann man sagen. Ich meine, ich will nicht sagen, dass ich bis zu meinem Lebensende vollkommen politisch unentdeckt geblieben wäre, wenn ich statt in Rheinland-Pfalz, sagen wir mal, in Schleswig-Holstein gelebt hätte. Denn mein politisches Interesse hat natürlich eher wahrgenommen, aber doch nicht geschaffen. Richard von Weizsäcker war fast 50 Jahre alt, als er in den Bundestag einzog. Als Mitglied einer Partei, die sich in der Opposition zur Politik Willy Brandts befand, von dem er, wie sich später herausstellte, in vielen Fragen nicht so weit entfernt war. Weizsäckers Reden unterschieden sich von denen seiner Parteifreunde. In der Form diplomatisch, inhaltlich auf sachliche Argumente konzentriert. Im Wahlkampf um das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin bemühte er sich um einen kämpferischen Ton, der eigentlich nie seiner war. Ich spreche Ihnen mit meiner ganzen Kraft, und das heißt auch mit meiner Frau, für die Erneuerung in Berlin zu kämpfen. Auf zum Kampf und zum Sieg! Es war ja auch immer sein Wunsch, wenn man solche Fragebogen beantworten sollte, was würden Sie sich am liebsten wünschen und so weiter. Und dann hat er ja immer gesagt, im wiedervereinigten Berlin zu Hause sein zu können. Das war so sein Wunsch immer. Im Juni 1981 trat von Weizsäcker das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin an. Hier in Berlin gibt es sehr schwierige, zähflüssige und oft auch lästige Probleme, aber das gehört zum politischen Beruf dazu, gerade hier in Berlin. Die eigentlich faszinierende und herausfordernde Aufgabe in Berlin ist gerade die Verbindung von dem sogenannten großen und dem sogenannten kleinen Problem in der Politik. Und Menschen haben nun mal tägliche Sorgen und sich ihnen zuzuwenden, ist eines Politikers wohlwürdig. Für ihn besonders spannend der Zugang als Bürgermeister zur Außenpolitik. Also immer so ein bisschen angeberisch habe ich dann gesagt, selbst in Berlin muss man sich darum kümmern, wie sich die Russen mit den Chinesen weiter vertragen. War natürlich nicht meine Aufgabe, aber es war eine Verbindung von täglicher exekutiver Aufgabe mit der Außenpolitik. Insbesondere in der Beziehung zur DDR, der er sich gegenüber um Entspannung bemühte. Innenpolitisch galt Berlin als besonders schwierig, kaum regierbar, hieß es damals. Der Berliner Alltag, das waren Straßenschlachten um besetzte Häuser, Proteste gegen einen verfilzten Bausenat und Diskussionen um einen Innensenator, der als rechtsaußen und national gefärbt galt. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Richard von Weizsäcker sich hier kurz profilieren möchte als Berliner Bürgermeister und dann den Absprung machen möchte nach Bonn. Im Prinzip selbst kein politisches Profil jetzt in dieser Stadt zeigt. Ich habe ein ziemlich ausgeprägtes Harmoniebedürfnis. Ich bin selber manchmal nicht genug freudig erregt, nur daran, andere zu bekämpfen.
Der ganze demokratische Gedanke ist nicht auf Harmonie, sondern auf Konflikt aufgebaut. Und das bringt für mich einen Konflikt und das ist vielleicht eine Schwäche. Ich bin im Jahr 69 in den Bundestag gewählt worden und das Hauptthema damals war die Ostpolitik. Und da gab es auch in meiner eigenen Partei und Fraktion heftige Auseinandersetzungen darüber. Da habe ich zum Beispiel eben Konflikte mit Franz Josef Strauß gehabt. Er hat immer gesagt, wir sind nur dann eine wählbare, glaubwürdige politische Organisation, wenn wir geschlossen eine Meinung vertreten. Demgegenüber habe ich gesagt, werden wir denn nicht vielleicht glaubwürdiger, dass wir, wenn es sich um schwierige Fragen handelt, diese Schwierigkeiten auch offen beim Namen nennen? Im Mai 1974 hatte sich von Weizsäcker zum zweiten Mal dem Prozedere einer Wahl zum Bundespräsidenten unterworfen und unterlag in der Bundesversammlung Walter Scheel, dem Kandidaten von SPD und FDP. Beim ersten Mal 1968 war er schon in der innerparteilichen Wahlprozedur gescheitert. Diesmal schickte ihn Helmut Kohl als Zählkandidat in ein aussichtsloses Rennen. Warum soll man nicht gegeneinander kandidieren, wenn man sich ausschließlich nach den Chancen zu orientieren und alles andere zu vergessen, wäre wirklich kein gutes Prinzip für eine funktionierende Parteiendemokratie. Ich hoffe, Sie stimmen darin mit mir überein. Helmut Kohl hatte mit Richard von Weizsäcker in Berlin einen großen Erfolg erzielt. Kohls Taktik war, ihn dort zu halten und einen anderen zum Bundespräsidenten vorzuschlagen, dessen Wahl 1979 wieder anstand. Und das, obwohl von Weizsäcker sich schon zweimal zur Verfügung gestellt hatte. Im dritten Anlauf klappte es dann, weil sein Vorgänger Karl Carstens erklärt hatte, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. So war mir Gott will. Kohl hatte auch immer so ein bisschen die Vorstellung, wenn hier einer was wird in der CDU, dann durch ihn. Und wenn er durch ihn etwas wird, dann muss er dafür lebenslang dankbar sein. Der sechste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland sorgte bald für neue innen- und außenpolitische Diskussionen. Heftige Konflikte mit der CSU etwa provozierte er mit seiner Haltung zur Apartheidspolitik in Südafrika. Und gleichgültig, mit welchen Kulturen er zusammenkam, Weizsäcker galt als höchst souveräner und würdiger Vertreter einer Bundesrepublik, die er anderswo als weltoffenes Land vorstellen wollte. Die Sprache ist, wenn man sich ihrer zu bedienen weiß, das, wohin der Gedanke drängen muss. Der Inhalt strebt zur Form. Wenn der Inhalt die Form nicht findet, dann fragt es sich, ob es ein hinreichend durchdachter Inhalt ist. In diesem Sinne nutzte er den 8. Mai 1985, um seine wohl persönlichste Rede zu halten. Das Jahr 85 war nicht nur 40 Jahre nach dem Kriegsende, es war auch das Jahr, in dem Gorbatschow ans Ruder kam, ein Jahr, in dem sich zeigte, dass die Entscheidung zwischen den beiden Systemen, zwischen Ost und West, eben doch näher rückte. Und das hieß mit anderen Worten auch, dass nun, damals noch die alte Bundesrepublik, sich zu Wort zu melden hatte und melden wollte, bei der auch verständlich wurde, inwieweit wir Deutschen uns dieser Vergangenheit voll bewusst waren. Ich bitte Sie nun, das Wort zu ergreifen. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Kriege führte.
Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen. Der Bundespräsident hatte eine Rede gehalten, die bis dahin in der CDU wohl niemand gehalten hätte. Ungewöhnlich war auch, was von Weizsäcker als Bundespräsident im Jahre 1989 zu Ehren von Willy Brandt veranstaltete. Brandt hatte Geburtstag, war 75 Jahre alt geworden. Und von Weizsäcker nahm dies zum Anlass, Brandts Freunde aus aller Welt einzuladen und eine Rede auf den Mann zu halten, dessen Ostpolitik von der CDU so lange bekämpft worden war. Sein illusionsfreier, fester Friedenswille, sein Mut und seine Humanität haben ihn zu einer der großen Leitfiguren in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Freunde und Weggefährten bestätigten später, dass Weizsäcker zeitweise der Politik Brandts näher gestanden habe als der seiner eigenen Partei. Mindestens aber demonstrierte Weizsäcker mit solchen Gesten, dass er Brandts Politik des Brückenbaus neidlos anerkennen wollte. Richard von Weizsäcker auf dem Flug nach Moskau. Als amtierender Bundespräsident war er 1987 erstmals in Russland, das damals noch Sowjetunion hieß. Der Besuch war so etwas wie ein Feuerwehreinsatz. Denn Helmut Kohl hatte den sowjetischen Generalsekretär Mikhail Gorbatschow mit Goebbels verglichen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Moskau. Der Bundespräsident versuchte in Moskau das Porzellan zu kitten, das der Bundeskanzler zuvor zerbrochen hatte. 1987 war es wohl. Gorbatschow war an der Macht. Mit ihm waren seine Reformvorschläge unterwegs. Und ich erinnere mich an einen halben Tag ausführlicher Diskussion mit Intellektuellen, mit in der Kultur tätigen Leuten. Da kamen am Mittag Künstler, Schriftsteller zum Essen. Berühmtheiten im Ausland, nicht bei der heimischen Miliz. Der Bundespräsident, eingezwängt ins Korsett des Protokolls, hat heute wenigstens versucht, ein bisschen Begegnung mit den Menschen Moskaus zu inszenieren. Ein kleiner Stadtrundgang am Nachmittag. Als wir zum Staatsbesuch 87 hier waren, da war hier gerade Alkoholverbot ausgesprochen worden. Wir wurden aber alsbald vom Flugplatz hier in den Kreml gefahren. Dort zu einem Abendessen zu dritt mit Frau und Tochter eingeladen. Und dort standen solche Berge von Wodka vor uns, dass wir dachten, das ist ja eine schöne Ordnung hier. 22 Jahre nach diesem Besuch trafen sich die beiden damaligen Staatsoberhäupter wieder. Er hat dafür gesorgt, dass Menschen nicht aufeinander geschossen haben in einer Zeit, wo große Gefahr darin bestand. Er hat dafür gesorgt, dass wirklich in Frieden und ohne Blutvergießen dieser doch immer noch grausame Kalte Krieg zu Ende ging. 2009 besuchte von Weizsäcker eine Kapelle im Brandenburgischen, um über das wohl bedeutendste Ereignis seiner Amtszeit zu erzählen. Erlauben Sie mir bitte, etwas von der Geschichte, so wie ich sie selber erlebt habe, zu berichten. Die Nacht vom 9. zum 10. November war ohne jede Gewalt verlaufen, aber in unausweichlichem Durcheinander. Gab es denn nun Regeln? Wohin konnte man gehen? Wie lange? Kam man auch wieder zurück? Jeder versuchte das auf seine Weise einigermaßen zu klären. Und so ging es auch mir in diesen Tagen. Ich war zwar an sich als Bundespräsident von Westdeutschland ja nicht befugt, wie ein Pionier zu arbeiten, aber ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, selbst eine kleine Erkundung zu unternehmen. Und so ging ich nach dem Gottesdienst zum Potsdamer Platz in der Stadtmitte, ging in Richtung auf die Baracke der DDR-Grenzpolizei zu. Als ich bis auf einige Meter herangekommen war, öffnete sich die Tür, heraus trat ein Oberstleutnant, ging auf mich zu, machte mir eine Ehrenbezeugung, wie ich sie selber auch nicht besser als Potsdamer Rekrut vor dem Krieg gelernt hatte, und sagte zu mir: Herr Bundespräsident, ich melde keine besonderen Vorkommnisse.
weiß, dass mir am meisten daran lag, nicht nur durchs Brandenburger Tor zu marschieren, sondern über die Klinikerbrücke nach Potsdam. Nicht nur, weil die Familie meiner Frau von dort stammte, ich war dort selber in meiner Soldatenzeit gewesen. Und überhaupt das Gefühl, in West-Berlin eingeschlossen zu sein, wirkte sich eben in erster Linie dort aus. Da war eine Brücke, über diese Brücke durften nur Spione ausgetauscht werden. Aber unsererseits konnte niemand rübergehen. Herr von Weizsäcker, was bedeutet das, dieser nach so langen Jahren erste Besuch in Potsdam und nun die Rückfahrt über diese Brücke? Es bedeutet für mich die Hoffnung, dass sie sich für mich nie wieder in der einen oder in der anderen Richtung schließt. Ich folge heute einer Einladung, die seit 5 Jahren an mich ergangen ist und deren Annahme erst heute möglich geworden ist. Wie viel das bedeutet, wie sehr einen das bewegt, das können Sie sich vorstellen. In der Nacht von Donnerstag, dem 9. November 1989, auf den Freitag, wurde die Berliner Mauer Stück für Stück niedergerissen. Die Mauer fiel, nach 28 Jahren ihrer Existenz. Es eröffnete Dimensionen, die grenzen fast an mein Kleinkindererlebnis mit dem Ende des Krieges. So ein ähnlich irreales Kindergefühl war das hier auch so. So ein bisschen das Paradies ist ausgebrochen. Aber dann erinnere ich mich einen Tag drauf, das war dann überhaupt kein Paradies mehr. Und da kam im Fernsehen eine unglaubliche Menge von Menschen, in der Mitte ein Punkt, weißer Punkt, und alles drückte von allen Seiten auf diesen Punkt. Da kriegte ich im Fernsehen, also vor dem Fernsehen, richtig die Panik. Ich dachte, wie kommt er da je wieder raus? So dieses ist eigentlich auch sehr symbolisch, dass dann auf einen Menschen so viel existenzieller Druck loskam. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Nach der Entscheidung, dass Berlin Hauptstadt und Regierungssitz des geeinten Deutschlands ist, ging auch Richard von Weizsäcker auf Wohnungssuche. In Berlin-Dahlem, eine der besten Adressen der Stadt, fanden die von Weizsäckers ein Haus. Ich dachte, was die können, kann ich auch. Fand ich eigentlich angemessen in dem Moment. Man kann ja nicht immer nur das Objekt sein. Nein, aber es war mehr, dass du... Jedenfalls hat es alle amüsiert. Darauf waren sie nicht gefasst. Stimmt. Das ist meine Matratze hier. Sehr liebenswürdig, dass Sie sich dafür interessieren. Ich freue mich. Danke Ihnen dafür, aber wir müssen jetzt arbeiten. Gearbeitet hat er bis zum Schluss. Gleich gegenüber dem Pergamonmuseum in Berlin hatte Richard von Weizsäcker ein Büro, von dem aus er bis zuletzt seinen politischen Vorstellungen nachging. Wir leben bei uns in Deutschland im Zustand der Freiheit und des Wohlstandes. Aber es geschieht zu stark aufgrund unserer im Wettbewerb überlegenen Lage gegenüber weiten Teilen der übrigen Welt und ferner auch zu stark auf Kosten der Zukunft, der kommenden Generationen, der Natur und der Menschen in der Zukunft. Das ist eine Aufgabe, die wir nicht gelöst haben.